Der allererste Schritt ist, ihr müsst Strom und Packer Punch aktivieren, Leute. Und nachdem ihr Packer Punch aktiviert habt, müsst ihr entweder hier rechts oder links vom Packer Punch, dort wo die Türme sind, auf dem Boden diese Haufen öffnen. Und ein Haufen droppt euch dann diese Mikrowellenschüssel. So, dann müsst ihr bis Runde 10 spielen, Leute, und den krassen Soldaten töten. Dieser wird euch eine Batterie droppen und die brauchen wir, um Klaus herzustellen oder zusammenzubauen. Als nächstes müsst ihr hier im Hotelzimmer 305 gehen und einen Zombie mit Hirnfäule haben. Der wird dann automatisch hier zu dieser Tür rennen und die Tür kaputt machen. Und ihr könnt mit dem Zombie hier auf dem Bett interagieren und die Hände nehmen. Als nächstes geht ihr hier in die Kleidungsfabrik zu diesem Arsenal und platziert hier die Mikrowellenschüssel. So, jetzt müsst ihr nur noch den Klaus zusammenbauen. Das macht ihr unten im Unterschlupf. Ihr geht hin, interagiert mit ihm und dann wird der aufstehen, Leute. Die Waffe in die Hand nehmen und ihr werdet als Taktikgranate so einen Funksender haben, mit dem ihr Klaus rufen könnt. Für das Easter Egg müsst ihr diesen mindestens einmal verbessern. Das macht ihr, indem ihr ihn mit eurer Taktikgranate hier zu diesem Arsenal lockt, wo ihr auch die Mikrowellenschüssel platziert habt. Wenn ihr dies tut, wird Klaus hier in diesen Arsenal reingehen und es startet ein Countdown. Ihr müsst ihn verteidigen und wenn ihr ihn verteidigt habt, ist er eine Stufe verbessert und das reicht uns vollkommen. Als nächstes brauchen wir die Taschenlampe und die bekommen wir, indem ihr Klaus hier in den Schaltersteuerungsraum bringt, vor diesem Spind. Dann wird Klaus hier hinkommen und ihn aufmachen und dort drin befindet sich die Taschenlampe, die dann halt UV-Licht hat. Als nächstes brauchen wir die Wunderwaffe, Leute. Die könnt ihr entweder bei dem gratis Easter Egg bekommen, bei der Missionsmaschine oder aus der Kiste. Geht dann in den Elektrofachmarkt, Leute. Und hinten in den Raum befinden sich so kleine Radios. Die schießt ihr dann mit der Wunderwaffe ab, Leute. Und ein Radio wird euch den Transistor droppen. Den hebt ihr auf und danach brauchen wir nur noch zwei weitere Teile. Das nächste Teil befindet sich in der Geiststation und zwar hier oben an der Wand. Ihr schießt mit der Wunderwaffe einmal drauf und dann bekommt ihr eine elektronische Konsole und somit das zweite Teil. Jetzt fehlt uns nur noch ein Teil. Hierfür müsst ihr auf das Dach von dem vierstöckigen Wohnhaus und dann schießt ihr hier diese Antenne ab. Wenn ihr das dann macht, dann droppt er auch euch das letzte Teil. Und nun müsst ihr wieder zurück nach unten zum Klaus im Unterschlupf und dann könnt ihr ihn auch schon den Helm bauen. Einfach gedrückt halten vor ihn. Und ihr baut ihn den Helm. Der nächste Schritt ist, ihr müsst wieder Klaus aktivieren. Dann bringt ihr ihn hier in die Kanalisation zu dieser Wand. Ihr seht schon auf der Karte, dass hinter der Wand noch ein Raum ist, Leute. Einfach den Klaus hier hinbringen. Er stellt sich dann vor die Wand, holt aus und macht die Wand kaputt. So, als nächstes braucht ihr den Energie-Mod-Kit für eure Wunderwaffe. Wenn ihr den dann habt, dann geht ihr zu der Tür und schießt die einfach ab und ihr werdet sehen, dass die Tür schmilzt. Ihr müsst jetzt nämlich Kanister füllen, Leute. Aber als allererstes, wenn ihr in den Raum geht, nach unten geht, dann seht ihr, hier ist so eine Kugel drum um dieses Gerät hier und links davon ist auch eine Kugel drum. Ihr müsst jetzt nun hier alle Zombies töten und wenn ihr alle Zombies tötet, dann verschwindet die rote Kugel und ihr könnt hier mit dem Teil reagieren. Wenn ihr das dann macht, dann kommen da so Reagenzgläser raus, Leute. Die hebt ihr alle auf. Und auf dem anderen Teil hier schießt ihr einmal mit der Wunderwaffe gegen und dort kommen dann Essenzfallen. Nehmt euch eine Essenzfalle mit und jetzt müsst ihr nämlich drei Kanister auffüllen. Und ich zeige euch mal ein paar Locations dazu. Eine Location für den Kanister ist hier der Kanalisationszugang. Eine weitere Location ist hier auf der Ostberliner Straße, hier drunter. Eine weitere Location ist hier oben auf dem Korbmacherdach und zwar hier hinten. Das ist jede Runde random, Leute, wo die Kanister spawnen und müsst ihr halt überall auf der Map einmal rumlaufen. Wenn ihr dann bei einem Kanister seid, platziert euer Reagenzglas in dem Kanister, werft eine Essenzfalle daneben und pro Essenzfalle spawnen dann so drei Sturmzombies. Diese müsst ihr töten und die laden halt dieses Reagenzglas auf. Im Solo-Modus braucht ihr nur eine Essenzfalle, also drei Sturmzombies. Aber wenn ihr Koop spielt, so wie ich, dann braucht ihr zwei Essenzfallen. Also sagt eurem Kumpel, mindestens einer soll noch eine Essenzfalle mitnehmen. Dann spawnen sechs Sturmzombies und die reichen dann. Wenn es dann aufgeladen ist, dann packt euch das Reagenzglas wieder und ihr müsst jetzt wieder in diesen geheimen Raum gehen. Ihr könnt natürlich die Explosion auch usen, falls ihr in Gefahr seid oder so. Einfach eure Feldaufrüstung benutzen, dann kommt so eine kleine Explosion. So, dann geht wieder in den Raum nach unten und platziert euer Reagenzglas hier. Das Ganze müsst ihr jetzt noch zweimal machen. Vergesst nicht immer wieder Essenzfallen mitzunehmen. Also macht das dann noch zweimal bei den restlichen zwei
Kanistern, füllt die auf, bringt die danach hier hin. Als nächstes müsst ihr wieder Klaus rufen, Leute, und dann nach unten in die Geiststation gehen. Dann platziert den Klaus dorthin, wo ich ihn platziert habe, gegenüber von dem Eselstrittautomaten, Leute. Wartet, bis der Klaus hier ist. Und wenn er dann da ist, dann müsst ihr jetzt dorthin laufen, wo ich hinlaufe. Und zwar hier hoch, direkt nach rechts und an diesem Computer einmal betätigen. Dann lauft wieder zurück, Leute. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann werdet ihr sehen, dass Klaus den Zug hier festhält. Ihr müsst dann in den Zug reingehen und in diesem Zug befindet sich dann ein Sprengkopf und eine Keykarte. Beides müsst ihr aufheben. Also schaut überall einmal lang. Vielleicht seht ihr es auch nicht beim ersten Mal. Auf jeden Fall beeilt euch, weil der Zug nicht ewig stehen bleibt. So, hier haben wir schon mal den Sprengkopf und die Keykarte ist auch hier. So, den Sprengkopf könnt ihr jetzt hier in diesem geheimen Labor hier drauf platzieren, Leute. Und danach müsst ihr wieder zu Klaus gehen. Denn in diesem Raum, wo der Klaus ist, ist dieser Computer. Da interagiert ihr ein paar Mal, Leute, ihr bekommt ein paar Geheimdaten, ihr macht das ein paar Mal und wenn ihr das dann ein paar Mal gedrückt habt, dann wird so ein Laserstrahl auf der Map kommen und ihr müsst einen Boss-Zombie töten, beziehungsweise einen Megatron. Es wird euch auch direkt auf der Karte angezeigt. Passt auf, diese Bosse sind sehr stark, also gebt gut Acht, dass ihr vorher eure Waffen gut gepuncht habt und eure Ausrüstung habt. Und wenn ihr den Megatron tötet, dann droppt ihr euch Uran einmal so grünes und ganz normales Uran, was euch normalerweise Geld gibt. Wenn ihr im Duo spielt, dann soll ein Kollege das blaue Uran aufheben und der andere das grüne Uran. Dann könnt ihr beide hier hinten zur Werkbank und dort könnt ihr das Uran herstellen. Also einfach hingehen, gedrückt halten und ihr baut das Uran. Euer Kumpel soll dasselbe genau machen, weil ihr braucht immer zwei Ladungen. So, dann soll euer Kumpel auch nochmal sein Uran bauen. Und wenn ihr beide das Uran habt, dann müsst ihr es nur noch platzieren. Und zwar muss das erste hier auf dem Korbmacherdach, auf der Zipline, dort steht dann, dass ihr das platzieren könnt, einfach platzieren. Und euer Kumpel muss dann seins hier platzieren. Wenn er das dann macht, dann prallen beide Flaschen aufeinander und es fällt was auf den Boden. Ihr müsst jetzt zu dieser Absturzstelle gehen und dort befindet sich dann Uran für den Sprengkopf. Das hebt ihr auf, ihr müsst jetzt wieder in ein Geheimlabor gehen und es dann hier platzieren. So, jetzt steht da, dass es noch nicht reicht und ihr mehr Uran braucht. Geht dafür hier in diesem Zelt bei Packer Punch an diesem Computer und aktiviert dort auch nochmal das Störsignal. Übrigens gibt es hier hinten auch noch ein Zelt, Leute, wo auch ein Computer drin ist. Also bei mir habe ich nur zwei Computer gebraucht, aber damit ihr Bescheid wisst, falls einer nicht funktioniert, hier ist noch der dritte. Dann tötet wieder die Megatrons, Leute, dann soll einer wieder das blaue Uran aufheben und einer das grüne. Platziert es wieder auf die Seilrutschen. Geht nach unten und hebt das Teil auf, was darunter fällt. Danach geht wieder in den geheimen Raum und platziert es wieder hier unten. Wenn ihr dann genug habt, dann werdet ihr hier sehen, da wird so eine Anomalie erscheinen hier unten. Und ihr werdet hier auch nicht mehr rauskommen, es wird versperrt sein. Und kurze Zeit später spawnt auch der Boss. Und ich werde euch jetzt erklären, wie ihr den Boss besiegen könnt. Und zwar wird der Boss erstmal mit einer Kugel umgeben sein. Und zwar ist das sein Schild. Dieses müsst ihr erst kaputt schießen und danach könnt ihr den unterm Schild dann einfach ganz normal anhinten und er kriegt Damage. Wenn ihr dem Boss dann eine gewisse Menge an Damage gegeben habt, dann verschwindet er. Ihr müsst ihn einfach hinterher gehen. Dann schießt ihr wieder sein Schild kaputt und wenn sein Schild kaputt ist, gibt ihr ihm wieder Damage. Der Boss wird halt immer wieder mal verschwinden, ihr müsst halt immer wieder hinterher. Und passt auf, Leute, manchmal zieht der Boss sich so Zombies, um sich zu healen, tötet die einfach und ihr macht das dann so lange, bis der Boss komplett tot ist. Nachdem ihr den Boss getötet habt, kommt erstmal so eine kleine Cutscene, Leute, aber es ist noch nicht vorbei, denn nach der Cutscene geht es noch weiter. Und zwar spawnt dann auf einmal Klaus, den ihr verteidigen müsst, er geht dann in dieses Portal rein und danach habt ihr das Easter Egg geschafft. So, das war's dann mit dem Video, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.